Von mir gibt es ja hier so einen Standardspruch, den ich euch immer wieder zum Trost sage. Richter sind auch nur Menschen, sage ich dann immer. Was bedeutet das eigentlich? Und wie weit geht sowas? Ja? Und da hat mir Nassim, hallo Nassim, hallo Alex, mit der ich ja schon öfter hier mal Videos gemacht habe, hat mir Nassim eine Anekdote erzählt, die wirklich... Ja, wenn man Haare hätte, die wäre haarsträubend. Ja, bei mir bewegt sich da nicht mehr viel. Aber Nassim, die habe ich gleich gesagt, da müssen wir nochmal ein Video zu machen. Heute geht es mal um die Unvoreingenommenheit der Strafjustiz. Und wir wollen euch heute mal ein Beispiel, das Nassim erzählen wird, von aus ihrer Zeit, als sie in Brandenburg ihr Referendariat gemacht hat. Habe ich übrigens auch, Nassim. Ich war in Eberswalde, du warst auch mal in Cottbus, hast du mir erzählt. Und dass sie dort gemacht hat, wo sie quasi wie eine im Rahmen des Referendariats wie eine Staatsanwältin auftritt und quasi den Staat vertritt, also der Richter, Staatsanwältin und vielleicht Verteidiger, aber jedenfalls aber Angeklagter, ja, auf der anderen Seite. Und Nassim hat mir das erzählt und wir wollen mal das als Beispiel nehmen, damit sich jeder hier mal völlig sein eigenes unvoreingenommenes Bild von der Unvoreingenommenheit der deutschen, brandenburgischen, cottbusserischen Justiz. Wir wollen nicht alle über einen Kampf scheren, genau. Aber jeder überlegt mal, ob er so eine Geschichte sich vorstellen kann. Ich fand sie als mega krass. Nassim, erzähl doch mal, was da abgelaufen ist. Ja, also vorweg vielleicht, heute kann ich total gut darüber lachen, aber es war wirklich ein traumatisches Erlebnis für mich. Und es ist genau wie du sagst, wichtig zu sagen, dass man nicht alle über einen Kampf scheren, weil ich trotzdem in Brandenburg gute Erfahrungen gemacht habe. Aber an diesem Tag sollte ich tatsächlich meine Staatsanwältin, also sozusagen meine Ausbilderin, vertreten in Cottbus. Und ich war noch nie zuvor in Cottbus. Völlig unvoreingenommen bin ich zu diesem Termin hin. Und wie es üblicherweise so ist, wenn man auch ein bisschen früher da ist, man geht schon mal rein und in diesem Fall der Einzelrichter war schon auch in dem Raum. Und als ich dann gerade so dabei war, reinzugehen und er mich schon sah, und man muss ja sagen, wenn man mich ansieht, sieht man eben, dass ich phänotypisch eine Migrationsbiografie offensichtlich habe. Ja, Schweden, oder? Absolut. Und da brüllte er so total plötzlich los und sagte, raus, Angeklagte werden erst aufgerufen. Und ich habe auch natürlich aus Reflex sofort die Tür zugemacht, hatte wirklich so ein Herzrasen, weil ich auch erst dachte, vielleicht habe ich ihn nicht richtig verstanden oder vielleicht gibt es andere Regeln in Cottbus, als ich es in anderen Gerichten, wie zum Beispiel Neuruppin und so weiter, erlebt habe. Und da fasste ich mir trotzdem den Mut und öffnete wieder die Tür, ging selbstbewusst rein und sagte, ich bin die Staatsanwältin heute. Und der war total überrascht und sagte, ach, naja, dann ist es ja mal was anderes, wenn auf der anderen Seite, also sprich nicht auf der angeklagten Seite, sondern mal heute auf der Staatsanwaltsseite mal eine Ausländerin ist. Und wirklich, es gelang ihm außerordentlich gut, von einem Fettnäpfchen in die andere immer zu treten. Und ja, so ging das sozusagen fort, bis er dann halt irgendwann sagte so, naja, das ist doch auch mal ganz nett, wenn mal aus den Gastarbeiterkindern mal was wird und die das mal irgendwie auch hinbekommen, was zu studieren. Und irgendwann war ich an dem Punkt angelangt, wo ich mir dachte, okay, ihm ist scheinbar nicht mehr zu helfen mit all seinen Narrativen, die er sich hier bedient. Und ich wollte einfach die Verhandlung professionell durchführen und ich dachte, wenn hier zumindest einer professionell bleibt, dann möchte ich das auf jeden Fall sein. Ja, jetzt habt ihr die Geschichte mal einfach so gehört. Wir lassen die auch mal ganz so im Raum stehen, völlig unkommentiert. Ich finde, die wirkt für sich und wir stellen einfach nur mal die Frage, was glaubt ihr, wenn Nassim jetzt tatsächlich die Angeklagte gewesen wäre, wie wäre es ihr bei diesem Richter ergangen? Und auch diese Frage wollen wir auch nicht weiter kommentieren. Mag jeder für sich selbst drüber nachdenken und überlegen, ja? Und dann haben wir ungefähr das Bild, wie jemand, welche Rolle es spielt, wie jemand vor Gericht auftritt, wonach jemand aussieht, ja, weiß ja gar keiner, ja. Wenn ich zum Beispiel in Rumänien bin, werde ich immer für einen Rumänen gehalten, wenn ich in Italien bin, für einen Italiener, ja. Also das weiß ja überhaupt gar keiner, wo jemand wirklich herkommt. Aber welche Rolle spielt es, wie sieht es aus, was bedeutet das für das Strafmaß? Und wenn man jetzt das so
sich zu Gemüte führt, dann hat man eigentlich die Antwort auf diese Frage, die wir jetzt gar nicht mehr geben müssen. Eigentlich sind wir fertig, Nassim. Danke für diese tolle Geschichte zur Unabhängigkeit der Brandenburger Justiz. In Teilen. Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren, aber es war in Cottbus, kann man wohl sagen, oder? Ja. Und es war ein Richter in Cottbus. Und wann war es? Kann man es auch noch sagen? Ja, das war 2016. Also alle, die nach 2016 angefangen haben, dort sind raus. Ja, schon, kann man schon mal sagen. Die sind raus. Und die anderen werden jetzt schon wissen, wer gemeint ist. Und vielleicht, wenn man sowas jetzt hier mal sieht, ja, vielleicht denkt man ja auch mal so ein bisschen drüber nach und überlegt noch mal, Mensch, was hätte ich da vielleicht anders machen können? Und welche kleinen Türchen im Kopf müsste man umstellen, um dann wirklich auch ein Bild einer unabhängigen Justiz vermitteln zu können? Danke, Nassim. Danke, Alex.